jetzt haben wir endlich die Berg GmbH gefunden. Und was hier beim Salmon Run natürlich obercool ist, das ist das Outfit. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal, wie mein Inkling aussieht mit diesem Rettungsring da auf dem Rücken und dann diese Ausrüstung, also die Handschuhe, die Gummistiefel natürlich, der Anzug. Der Helm, ja, das sind nur unsere Arbeitsklamotten. Also richtig, richtig cool, richtig, oh, sieht richtig nice aus. Da kann man die Belohnungen ansehen, da kann man sich zur Arbeit anmelden. Aber was auch neu ist, auch beim Salmon Run ist, es gibt, wo man trainieren und warten kann. Und was das, naja, das Besondere, will ich jetzt nicht sagen, aber was Salmon Run ausmacht, ist, man kann sich die Waffen nicht selbst aussuchen oder man spielt nicht mit dem Outfit, natürlich, oder mit den Waffen, die man sonst im Spiel hat, sondern die bekommt man dann gestellt. Und zwar von der Berg GmbH. Das ist dann so, wie wenn man richtig, ich meine, richtig bei einer Firma angestellt und muss dann arbeiten. Und das Ziel ist, diese Gold, das, was man jetzt hier gerade sieht, diese Goldeier einzusammeln. Und ja, jetzt. Und das ist gut für Kip, der kann erstmal wieder trainieren, welche Knöpfe er überhaupt drücken muss. Ja. Und oh, guckt euch die Farben an. Dieses Gelb, dieses Oh. Und da mit den Gummistiefeln da durchzubatscheln, das ist richtig, richtig cool. Und das bedeutet, man hat vielleicht auch mit Waffen zu tun, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gut zurechtkommt. Aber das ist ja Teil vom Spiel, das gehört ja dazu. Und ja, ich habe hier ein Foto gemacht. Übrigens, ich mache immer wieder mal Fotos für Twitter, für Instagram. Man kann ja von der Switch aus direkt zu Twitter seine Fotos machen. So, wir melden uns an. Teamwettkampf. Ein teambildendes. Nee, Team haben wir nicht. Wir sind hier gerade nicht um Freunden. Selbstständig. Selbstständig. Einfach selbstständig. Wir haben das. Wir haben Azubi-Team. Kann man nur, wenn man Freunde drin sind, mit drin sind und oder auch das normale, aber auch mit Freunden. Aber wir sind hier, also ich bin hier momentan ganz alleine. Ich spiele Salmon Run oft mit den Gumbels. Grüße gehen raus, aber hier wollen wir uns mal ein bisschen warm spielen. Ich sehe das Ganze jetzt ein bisschen als ein Training. Ich trainiere am liebsten am Salmundenrandamm. In Anführungszeichen alleine. Weil man dann ist man nicht so abgelenkt von dem Gequassel aus dem Discord, den anderen. Echt Spaß. Und ja, und gleich geht's los. Oh, die erste Welle. Ja, und guck da, und guck mal an. Ja, und, jawohl, das Ziel ist, die Eier einzusammeln. Natürlich am Anfang ist es ganz einfach. Wir müssen nur 4 Goldeier einsammeln. Schaffen wir easy. Die Waffe ist ein Trommelschwabber. Ist es ein Trommelschwabber? Also man kann jedenfalls ziemlich. Oh, da geht's schon los. Es gibt ein paar neue Gegner. Zum Beispiel dieses komische UFO. Und hier sind schon die Goldeier und die anderen sind ganz schön schnell. Man kann natürlich auch in Anführungszeichen normale Eier einsammeln. Wenn wir die Gegner killen, was man hier gerade sieht, schön sehen kann. Das sind solche, das sind sogenannte, sozusagen Zusatzpunkte. Die Location ist natürlich, die ist natürlich gigantisch. Guckt euch das mal an. Ich stehe ja auf so, also ich weiß nicht, wie mich jetzt hier ein bisschen outen, ja. Aber ich stehe auf so dieses maritime Bohrinsel. Feeling, nee, in die Richtung. Das ist schon etwas, was mir gut gefällt. So, die Quote ist schon erfüllt, aber natürlich, wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist, kann man natürlich auch mehr Eier einsammeln, wie die Quote, wie es die Quote verlangt. Was soll ich jetzt sagen? Ah ja, wenn man auf meinem Mini-Mini-Zweitkanal guckt, Kip's Laboratory, da habe oder hatte ich ja vor, so Real-Life-Dinger hochzuladen und da gibt es auch ein Video zum Kohlekraftwerk und da, wenn ich da so
so Industriegebiete und so Videos machen könnte, das wird auch ein bisschen vermehrt, das wäre schon cool, aber momentan konzentriere ich mich hier auf Gaming. Und wir sind in der zweiten Welle, jetzt müssen wir natürlich ein Ei mehr einsammeln. Ich hätte dieses Spiel an Ostern machen sollen. Ja, Ei. Oh, da ist schon jemand weggesplattert. Ja, übrigens ist es auch, das kommt auch dazu, wenn man jetzt weggesplattert wird, dann ist man nicht gleich tot, dann hat man dafür seinen Rettungsring und dann muss man Hilfe rufen. Und wenn einem dann die Teammitglieder ansplatten mit der eigenen Farbe, dann ist man wieder befreit. Sind alle Teammitglieder weggesplattet, dann hat man das Spiel verloren. Und man hat es auch verloren, wenn man in der vorgegebenen Zeit die Eierquote nicht erfüllen kann. Aber es sieht momentan gut aus. Ich habe eine Waffe, die ich im normalen Splatoon normalerweise sehr, sehr selten einsetze, diesen Flexroller. Und natürlich, wenn man ins Wasser fällt, ist man auch aus dem Spiel. Hilfe! Mich sieht keiner. Danke. Quote ist schon erfüllt. Wunderbar. Und man kann jetzt natürlich kräftig auch im Hintergrund, wo die Schiffe da auf dem Wasser sind. Das ist wirklich herrlich. Also falls einer der Gumbels das Video sieht, ja, die ganzen Wölfe und wer sonst noch alles immer mitspielt, ist natürlich eingeladen, wieder Salmon Run mitzuspielen, diesen Team-Modus. Quote erfüllt, jawohl, ei, kommt zu Papa Bär, ihr Schätzchen, und ihr da bringt mehr. So, jetzt habe ich ein paar Parapulverisator, also dieses Ding mit dem Regenschirm. Im normalen Splatoon habe ich damit noch, glaube ich, nie gespielt. Egal in welchem Splatoon-Version. Das ist übrigens das Tolle an Salmon Run. Man kann immer wieder so auch Waffen ausprobieren. Die Gegner übrigens haben dieselben Ulti. Die greifen immer mit Ulti-Waffen an. Ne? Also das muss man auch mitbedenken. Die wollen ja nicht, dass wir ihnen die Eier klauen. Oh, Entschuldigung. So. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, gell, dass Splatoon so ziemlich alles hat, was ich cool finde, was mir gefällt. Und hier alles einzusauen, das ist natürlich der Oberhammer. Oh, jetzt kommen die. Ja, wir brauchen ja die goldenen Eier. Und die kriegen wir nur von diesen Bossen hier. So, in diese Luke, da muss man was reinschmeißen, dass es explodiert. Und schon haben wir goldene Eier. Und bei dieser Waffe gibt es auch diesen Düsenjet-Ding. Das muss ich mal merken. Da muss ich immer an den Mandalorian denken. Man kann auch zweimal ins Wasser fallen. Ja, Reifeleistung gibt. Aber wir haben die Quote erfüllt. Jetzt können wir uns entspannen. Danke. So mit dem Düsen-Rucksack da hochzufliegen und dann da rumzusplatten. Ziemlich cool. Ach, übrigens, der Mandalorian. Heute, wenn ich das jetzt aufnehme, ist wieder Mittwoch. Das heißt, es kommt wieder Mandalorian. Cool. So, Feierabend. Eine neue Folge. Und zurück zu Papa Bär. Und wir haben ordentlich abgeschottert. Jetzt kommt das Siegerbild mit den richtig coolen Posen. Oh, guckt euch das an. Guckt's euch an. Oh, mei. Ich glaube, ich lege mir auch so ein Outfit zu. Also für echt. So ein Helm mit dieser groben Laterne und diesen Anzug und diese Handschuhe. Das Tolle an Splatoon ist ja, man kann richtig einfach Cosplay machen, weil die meisten Sachen gibt es ja eh irgendwo im Baumarkt oder so zu kaufen. So Handschuhe und Gummistiefel und sowas. Das ist schon ziemlich nice, ja. Apropos Cosplay.
erstmal diese ikonische Lande. Oh, ja, apropos Cosplay, ich werde am Japan-Tag im Mai am Japan-Tag teilnehmen und möchte in einem Splatoon-Outfit, also das Outfit wird eine Kip-Splatoon-Inkling-Mischung irgendwie, weil ich nämlich von nichts irgendwie alles habe. Zum Beispiel Tentakelhaare habe ich immer noch nicht. Ich finde die einfach nirgends. Wenn, dann gibt es nur Tentakel von Inkling-Mädchen. Aber irgendwie nicht von Inkling-Jungs oder von Octoling. Wird mir auch ziemlich cool gefallen. Ziemlich gut gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht eine Ahnung habt, wo man Inkling-Cosplay herbekommt. Also mir fehlen eben die Tentakelhaare. Fehlen mir noch und ich fall natürlich wieder ins Wasser rein. Ja, das hätte man... Warum ist hier auch keine Sicherheitsbrücke, ne? Da hat also Herr Bär irgendwie ein bisschen geschlampert, ne? Hallo? Hallo? Gut ist, man kann auch als Rettungsring die Kotteneier einsammeln und in den Korb bringen. Das ist gut. So, Quote ist erfüllt. Wunderbar. Deswegen, ich werde auch natürlich zum Japan-Tag ein Video machen. Das aber höchstwahrscheinlich auf meinem Furry-Kanal erscheinen wird, auf Marshall.com, der das dann auch kommentieren wird. Also lasst euch überraschen, vielleicht bringe ich es auch auf beiden Kanälen mal gucken, aber ich will auf jeden Fall ein Video zum Japan-Tag machen. Seid auch auf dem Japan-Tag, der ist im Mai. Mir ist jetzt das genaue Datum entfallen, oh peinlich. Weil ich konzentriere mich hier, weil wir splatten hier wieder mit schöner Gelb und... So, bin zum Schluss noch weggesplattet worden, aber das macht nichts. Quote ist erfüllt. Oh, sind wir alle weggesplattet worden jetzt? Ganzen Rettungsringe, ja. Oh Gott, ein Hubschrauber da im Hintergrund. Cool. So, die zweite Welle. Was wollte ich jetzt sagen? So, weiter geht's. Die Unterbrechung war kurz da, weil die Capture Card der Nintendo Switch immer nur 18 Minuten Aufnahmezeit hat. Dann wird eine neue Videodatei angelegt. Das ist ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite finde ich es richtig gut, weil dann hat man nicht, wenn man zum Beispiel stundenlang spielt unter Umständen, da so riesige Dateien. Oh, wir haben einen Highhammer. Cool. So riesige Dateien am Start, sondern alles schön aufgedröselt. Und in OBS, was jetzt hier gerade läuft, kann man dann alles wieder schön zusammensetzen. Also nicht zusammen. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. So, cool anfeuern. Jawohl, wir haben jemanden mit Booyah-Bomb. Jawohl, schmeiß die Booyah-Bomb. Aber hier ist gerade niemand. Toll. Einfach irgendwo geschmissen. Ja. Hauptsache es splattet und es trieft und tropft. Hier schön. So, auf den Turm komme ich. Jetzt bin ich oben, jetzt ist das Ei weg. Naja, egal, Hauptsache. Das ist übrigens kein Konkurrenzkampf, also es ist ein Teamkampf. Das ist das Schöne an Salmon Run, weil der Gegner ja eine KI ist. Wäre übrigens auch eine coole Salmon Run Variante, dass wir dass auch die Salmoniten von echten Menschenspielern gespielt wird. Das wäre vielleicht auch, dass man das aussuchen kann, will man Salmonit sein oder will man Inkling sein oder Inkling gegen Octoling oder wie auch immer. Nee, es ist schon, finde ich schon gut gegen KI zu spielen. So, jetzt, oh, es ist schon die letzte Welle. Man kann bei bei Salmon Run ja auf und auch wieder absteigen. Momentan sind wir immer noch Azubi. Anhand davon, wie viel Spiel man gewinnt, kann man auf oder absteigen und man kann mit den gewonnenen Punkten, das habe ich jetzt vorhin, wo man das gesehen hat, nicht erklärt, hoffentlich kann ich es gleich wieder erklären, dann auch Belohnungen freischalten. Und ich glaube, meine Lieblingsbelohnung beim letzten Summer Run bei Splatoon 2
war ohnegleichen, also wirklich ohne falsche Scham, ja, das Fußbändchen, das Fußfreundschaftsbändchen, weil das war dann die Möglichkeit, barfuß rumzulaufen. Was sehr viele genutzt haben, ouch. Letzter Spieler. Oh, sind wir gleich weggesplattet? Shit, Feierabend. Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn alle Spieler weggesplattet sind, dann ist es klar, dann können wir nicht, kann man ja nicht mehr befreit werden. Und dann ist es Ende Gelände. Das haben sehr viele genutzt. Man hat dann auf dem Inkopolisplatz sehr viele barfüßige Inklinge und Oktolinge gesehen. Und auf Platz 2 meiner Lieblingsbelohnung bei der Berg GmbH sind die Gummistiefel. Es gibt so etwas Ähnliches wie Stiefel, das sind aber so Ninja-Stiefel. Ja, aber es sind halt keine Gummistiefel. Und ich habe jetzt nicht gesehen, was die Belohnung hier bei der GmbH hier gerade ist. Es sieht also aus wie eine Art Helm oder so. Habe ich jetzt nicht richtig gesehen. Die Belohnung habe ich jetzt auch dann später gar nicht abgeholt. Aber erstmal ran an die Arbeit. Salmonitendamm. Und wieder dieses ikonische Bild, wo wir aus dem Hubschrauber raus. Das gefällt. Warum gefällt mir das so gut? Ich glaube, das nehme ich dann als Thumbnail. Das gefällt mir. Also Salmon Run ist wirklich. Allein schon wegen der Optik. Mega geil. Und ich sag dieses Wort nicht oft, ja. Und wir splatten diesmal mit Blau. Jawohl, mit Blau. Das ist ein ganz besonderer Blauton auch noch. Und es geht schon los. Oh, 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 da kommt schon diese Schlange. Die kann man übrigens nur von hinten bezwingen. Und ich konnte nicht schnell genug. Stahl, ja. Ich konnte nicht schnell genug weg. Hilfe, Hilfe. So, und wir klauen natürlich seine Eier. Das ist ja selbstverständlich. So, und weiter geht's. Der Korb ist übrigens nicht immer an derselben Stelle, wie man gerade sieht. Jetzt steht er da unten. Boah, schau mal die Sonne da im Hintergrund an. Ist es Sonnenauf- oder Untergang? Arbeiten wir in den frühen Morgenstunden oder am Abend? Oh, das hier muss man noch wegsplatten. Hier, das ist... Das sieht nach Goldeier aus. Jawohl. Das goldene Ei war übrigens mal eine Game Show auf, ich glaube, Sat.1. Wie komme ich jetzt da drauf? Ist egal. Kennt das noch jemand Sat.1? Ja, das gab es früher Fernsehen. Übrigens, entschuldigen, dass ich als manchmal reinhuste. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen komischen Hustreiz. Haben Hustreiz, obwohl ich Bandscheibenprobleme habe. Komisch, ne? Nee, egal. Mit was knallt denn der? Ach du Schande. Ei. Nein. Hilfe. Letzter Spieler. Ist noch ein Spieler im Spiel. Hallo. Oh, bitte. Hat man einen auch verloren? Obwohl man alle Eier eingesammelt hat? Nein, es geht weiter. Diesmal wieder mit dem Roller. So, das grüne Pfeilchen hier, oder das grüne, nicht Pfeilchen, das grüne Dings zeigt uns, wo der Korb ist. So, weiter geht's. Übrigens, ich habe ja vor, ich träume ja davon, Splatoon auch mal live zu spielen. Als Livestream. Was aber technisch momentan nicht möglich ist, ich bräuchte dazu einen Monitor, wo ich, Monitor hat früher gesagt, ein Bildschirm, ein Display, wo ich dann auch die Switch anstöpseln kann, weil mein Bildschirm das irgendwie gar nicht, ein HDMI-Anschluss komischerweise, also ich habe jedenfalls nichts gesehen, obwohl der ganz neu ist. Und dann würde ich es sehr gerne mal live spielen, live. Also wenn ich Games live mache, was ich hoffentlich mal ein bisschen wieder auf die Reihe kriege, wird dann auf Switch aber passieren und nicht auf YouTube, weil ich das ein bisschen gerne trennen würde. Aber da gebe ich dann rechtzeitig Bescheid für die, die es interessiert. Weil vor allem
solche Event-Spiele wie Splatfest zum Beispiel, das ist halt live wirklich schöner, weil so eine Splatfest-Zusammenfassung, ja, das ist, ah, nicht schon wieder die Schlange! Und erledigt, ist natürlich, macht natürlich mehr Spaß, wenn es live ist. Wenn dann auch Leute vielleicht mitspielen können oder so. Ja. Oh. Herrlich. Ich kann mich nicht satt sehen. Vor allem an diesem Spiel. Also Salmon Run kann ich mich nicht satt sehen. Und die Idee, so ein Outfit mir zuzulegen, also in echt, die gefällt mir immer besser. Die Frage ist natürlich, was macht man dann mit so einem Outfit? Also, ja klar, man zieht es an, aber wo? Und bei welcher Gelegenheit? Oh, da ist schon ein Kollege ins Wasser gefallen. Ich rette dich! Ja, und nun schon... Nein! Zweimal ins Wasser gefallen. Na komm schon, komm. Und jetzt bin ich selbst weggesplattet worden. Moment, letzter Spieler, sind wir gleich weg vom Fenster? Oh, dankeschön. Das sind ja keine schweren Gegner. Warum ist das jetzt plötzlich so eine Herausforderung hier? Ja, boah, das war jetzt knapp. Ah, fast ins Wasser gefallen. Wir waren bei der Frage, bei welcher Gelegenheit man sowas anzieht. Natürlich, wenn irgendein Event ist. Gamescom, Comic-Con, Japan-Tag. Oder eine Furry, also natürlich eine Furry Convention, natürlich auch. Gamescom wäre natürlich, oder die Animagic. Wo steht, ich bin noch nie auf der Animagic gewesen. Das ist die, wie oft kann man eigentlich ins Wasser fallen und dann auch noch mit so einem tollen Outfit, so einer tollen Ausrüstung. Das geht ja nicht, die schützt leider nicht vor Wasser. Ich war noch nie auf der Animagic und die fand ja manchmal in Mannheim statt. Das ist ja gerade bei mir um die Ecke. Animagic. Yeah. Nee, Feierabend, obwohl wir die Quote erfüllt haben? Hä? Warum verloren? Ach, weil alle weggesplattet und einer ist sogar aus dem Spiel. Oh nee, einer ist disconnected. Deswegen. Dann hat man auch verloren. Das ist ja voll unfair. Och, Menno. Schade. Ja, das ist schade. Wir bleiben Azubi. Aber wir rücken der Belohnung immer näher, die ein Helm oder sowas sein soll anscheinend. Was auch eine tolle Ulti-Waffe wäre, oder so ein Gadget, wenn man vielleicht richtig, richtig viele Punkte hat und richtig gut gespielt hat, das wäre, wenn man die Möglichkeit hätte, für kurze Zeit ins Wasser zu gehen. Also zum Beispiel sowas wie ein Schlauchboot oder ein U-Boot oder eine Taucherglocke. Das wäre ziemlich cool. Das wäre vielleicht mal eine Idee für Nintendo. Ja, für ein Splatoon-Update. Apropos Update, ich schäme mich ja ein bisschen. Ja, oh, ich schäme mich. Ich habe für Splatoon 2 immer noch nicht diese Octo-Expansion weder gespielt, noch natürlich auch nicht zugelegt. Und auch hier gibt es jetzt eine Expansion. Ich will das alles noch nachholen. Ja, das will ich unbedingt machen. So. Weiter. Was heißt weiter? Was heißt weiter geht's? Es gibt eine neue Runde, eine neue Welle. Neue Welle, Kelle. Und wir haben diesmal eine ziemlich interessante Ulti-Waffe. Auf die bin ich richtig gespannt. Ich glaube, die hatte ich noch nie eingesetzt. So, oder was hat nie eingesetzt? Ich hatte die noch nie. Also bei Splatoon noch nie. Was ist denn das? Nicht Tintinferno. Ah, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, was ich noch alles vorhabe. Also die Octo Expansion muss noch gemacht werden. Der Story-Modus. Den Story-Modus hatte ich ja von Splatoon 1 nur teilweise. Von Splatoon 2 habe ich da einen Story-Modus angefangen. Ich weiß gar nicht mehr. Was den Story-Modus angeht, bin ich ziemlich nachlässig, obwohl ich sowas eigentlich recht gern mache.
ist ja auch nicht so mega schwer, wie jetzt zum Beispiel Ori zu spielen. Ja, ich komme nicht den Turm hoch, weil ich nicht hoch genug spritzen kann. Aber der ist auch hochgekommen, hat er keinen Weg hochgespritzt? Naja, egal. Quote erfüllt, wir sind nicht alle weggesplattet. Oh, und da landet schon wieder was. Was war, was ist es? Ist es ein UFO? Ah, nicht, das ist dieses komische Teil, wo dann... Ah, ja, da, der hier. Hallo? So, den haben wir noch. Schaffen wir noch ein paar goldene Eier? Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Ende der ersten Welle. Wunderbar. Komm zurück zu Papa Bär. Bei Papa Bär, da muss ich immer an Captain Baloo denken. Wenn das noch jemand kennt. Baloo, da hat nämlich, Kit hieß da, glaube ich, dieses Bärchen. Hat zu Baloo immer Papa Bär gesagt. Wir haben immer gesungen als Kinder, wir haben gesungen für Baloo und seine Kuh, ja. Ach ja. Heute kommt irgendwie alles dran. Disney, Splatoon, Animagic. Aber wir sind bei Splatoon. Ein bisschen beim Thema bleiben. Ja, bevor ich das vergesse, ihr dürft mich dann gerne nochmal daran erinnern. Ich wollte ja mal ein Video machen über meine Splatoon-Sammlung und ich habe ja auch wieder neue Splatoon-Mangas gekauft. Natürlich nicht alle, die momentan erhältlich sind. Ich bin da ein bisschen im Rückstand. Aber ich habe vor, die alle mir zuzulegen, weil die Splatoon-Mangas, die sind halt wirklich... die sind schon ihr Geld wert. Manche würden jetzt sagen, nee, die Story ist zu flach und bla 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 und aber hey, das ist Splatoon und nicht Neon Genesis Evangelion, ja? Oder was weiß ich, keine Ahnung, was es da noch gibt an tiefgründigen Manga-Anime-Themen. Und das darf ja dann geblödelt und bescheuert sein, weil das hat Goggles gesagt aus den Splatoon-Mangas. Ich dachte, beim Kämpfen geht's um Spaß. Ja, wie es hieß. Ja, Hauptsache gewinnen. Ja, ich dachte, es geht um Spaß. Und darum geht's auch. Ja, es geht um den Spaß. Und wenn man manchmal verliert, ja, meine Güte, dann verliert man eben. Mit einem coolen Outfit rumzusplatten, das ist doch, das muss doch wert sein, oder? Gut, ich habe mich auch manchmal aufgeregt. War oft aufgeregt, wenn ich verloren habe. Aber wenn man einfach nicht zum Zug kommt, weil man immer weggesplattet wird. Oder manchmal ganz alleine ist und Nintendo aber nicht disconnected, sondern man ist allein im Spiel bis zum Schluss. Und die Punkte zählen trotzdem, die man nicht gemacht hat. Ja, gut. Ja, da mache ich mal ein Video dazu, wo ich dann meine Splatoon-Sammlung zeige. Und wie gesagt, in meinem Inkling, das Inkling-Outfit, Inkling-Kip, Mischmasch-Outfit, dann am Japan-Tag. So, den müssen wir noch erledigen. Ja, mit der... was ist es nochmal? Oh, ich habe es praktisch schon wieder vergessen, wie die Waffe heißt. Ja, ich bin Splatoon-Experte, ne? Ich vergesse, wie die Waffen heißen. So, da haben wir noch ein paar Gumbels befreit. Oh, jetzt müssen wir uns aber ranhalten. Wir müssen noch goldene Eier einsammeln. So, oh, dieses UFO. Erlegen wir am besten damit. Oh, ja! Und noch ein UFO. Das machen wir mit links. Und mit rechts. Ja, man kann auch diese fliegende Untertasse draufsteigen und dann ganz bequem weg. Irgendwann schaffe ich das auch noch, ja. So, Quote erfüllt. Jetzt heißt es überleben. Der Gegner, die Gegner-Salmoniten machen auch Tintenregen. Ja, die greifen mit Multiwaffen an, die wir ja auch haben und kennen. Und, hier wird sich nichts geschenkt. Was? Alarm? Oh, Obersalmoniten? Oh, es gibt einen Zusatz.
Malmsalm. Der Malmsalm greift an. Hier habt ihr eine Eierkanone. Spezialnachschub. Eine Eierkanone. Ja. Ohohoho. Er ist von graziler Schönheit, aber wir wollen ihn trotzdem wegsplatten. Ob uns das gelingt? Es ist ja ein Zusatz. Es ist ja ein Zusatzdings. Extra Welle. Oi, 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 oi. Das ist aber ein hartnäckiger Bursche. Und sag mal, wie weit fliegen diese? Ah. Ich könnte meine Ultiwaffe einsetzen. Habe ich das jetzt da vergessen oder was? Jetzt setze ich sie ein. Macht ihm aber nicht viel aus. Und er hat mich besiegt. Er hat mich platt gemacht. Hilfe! Oh Mann, wir haben ihn gleich besiegt. Ah! Und wieder hat er mich zermalmt. Wir sind nur noch zu zweit. Nur noch zwei sind im Rennen. Oh oh. Ja, es ist ein Bosskampf in Salmon Run. Das ist ja cool. Feierabend. Nee, wir haben ihn nicht geschafft. Zeit um. Aber gut, es ist eine Extrawelle. Zum Glück. Oh, coole Posen, ja. Es ist ja nur ein Zusatzding. Was hätte uns erwartet, wenn wir den besiegt hätten? Das wäre wirklich... Oder warum haben wir den überhaupt gekriegt? So, es sind Belohnungen freigeschaltet. So, ach komm, ein paar Runden machen wir noch. Es macht einfach viel zu viel Spaß. Und ich will den Azubi-Rang loswerden, um den nächsten Rang zu bekommen. So. Ein bisschen üben. Gluck. Und wie in den anderen Lobbys auch, sieht man auch hier unsere Mitspieler als Geister rum. Rumgurksen. Die Punkte zählen natürlich nicht. Das wäre schön, ne? So, ab an die Arbeit. Wieder im Helikopter zum Salmonitendamm. Ja. Und wir splatten wieder mit Gelb. Konzentrator diesmal. Oh je. Ja, damit komme ich auch nicht so wirklich gut. Klar, aber ja, erstmal Ulti-Waffen hier verschwenden, ne? Gut, der hat sich vielleicht auch verdrückt. So, und los geht's. Ja, das ist so eine Distanzwaffe, das heißt, man muss schon eine gewisse... Na, na komm schon. Ich will da hoch. Warum schaffe ich das nicht? Irgendwie bin ich zu doof dafür. Naja. Weil da wären noch goldene Eier oben gewesen. Da muss man aus einiger Entfernung auch Sniper genannt. So, da ist... Oh, da ist schon was... Goldene Eier, das ist ein Turm. Den muss man richtig schön runtersplatten und dann kommt man auch an die Schätzchen schön ran. So. Na, eben frech werden hier. Autsch. Und der war schon so eingekleckst. Oh. Kommen hier noch welche?
Ist jetzt einer ins Wasser gefallen? Oh ja, tatsächlich. Ja. Dann benutzen wir eh mal die Ulti, unsere Ulti-Waffe. So, komm. Es muss doch möglich sein, jetzt noch ein paar goldene Eier abzustauben. Mach, mach. Schnell, 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 schnell. Oh, Quote erfüllt. Das war jetzt richtig, richtig knapp. Das war jetzt richtig, richtig knapp. So, Welle 2 haben wir den Klecksroller wieder. Das war jetzt richtig knapp. Ach, du Schreck. Schon in der ersten Welle gleich abzuschmieren. Das wäre nicht so. Habe ich jetzt meine Ulti-Waffe aus Versehen aktiviert? Naja, egal. Da kommen ja schon die ersten Salmonellen, Salmoniten. So, ja, komm. Und sie sind wieder überall. Die Kleinen, die Großen, die ganz Großen. Ah, da ist der Stahl wieder, die Schlange. So. Huch, wo kommt denn das Ei jetzt her? Da hat jemand hingeschmissen. So, ein Ei fehlt noch, dann haben wir die Quote erfüllt. Ah, da. Dieses komische Karussell da. Wo ich nicht hochkomme. Ja, Booyah-Bomb. Ja, mach doch. Wo war jetzt die Booyah-Bomb? Ich hab sie gar nicht gesehen. Autsch. Nee, bitte. Oh, gut. Quote erfüllt. Jetzt heißt es überleben. Nicht, dass es uns wieder geht, so wie beim letzten Mal. Und ordentlich Eier einsammeln. Weil auch die zählen. Auch das gibt Punkte. So. Die letzte Welle. Letzte Welle, gelle. So, wo sind sie dann? Es gibt ein Boss. Ah, es wird angezeigt, wenn es einen Boss-Salmon gibt. Okay, den holen wir uns natürlich. Hä? Nein! Au! Ein Krabblachs! Wie gemein! Nein, 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 der darf uns nicht nochmal erwischen. Der darf uns nicht nochmal... Oh, pff. Schwein gehabt. Nee, was schmeißt denn der da hin? Ein Bam! Ja, toll. Letzter Spieler, wir sind gleich weg vom Fenster. Super! Hä, sag mal! Was ist denn da los? Die Gegner sind doch jetzt gar nicht so schwer. Gut, sie sind ziemlich schnell, habe ich den Eindruck. Toll, also jetzt habe ich es aber doppelt und dreifach bekommen. Hilfe! Bitte, Hilfe! Oh nein, gleich ist alles verloren. Nein, bitte! Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen noch irgendwie... Au! Oh, es ist ein Durcheinander gerade. Jetzt ist es ein richtiges Durcheinander. Wir brauchen nur noch eins. Wir brauchen nicht wieder wechseln. Nein! Wir brauchen nur noch ein Ei. Bitte! Bitte, das muss doch zu schaffen sein. Bitte, bitte, bitte. Ein Ei. Eins, eins, bitte. Autsch! Feierabend. Auf ganzer Linie abgelost. Das war bisher die schlechteste Runde. Eieiei. Bei Flut ist das bisschen Platz, das ihr habt, ja, zu schnell weg. Autsch. Also man kann zumindest nicht zurückradiert werden oder degradiert werden. So, was machen wir doch? Ja, wir spielen weiter. Wie gesagt, es wird heute ein langes Video.
Ich habe den Part, wo ich die Berglimp suche, habe ich in einem separaten Video gemacht. Und joa. Genießt die schönen Bilder, wenn wir wieder aus dem Hubschrauber aussteigen. Oh, dieser Moment. Und los geht's. Jetzt müssen wir schon mehr Eier einsammeln in der ersten Welle. Es steigert sich. So, los geht's, wo sind sie, die Salmoniten? Da sind sie. Und wir haben auch gleich einen Boss-Salmonit. Hier, ja, der schmeißt hier ganz frech mit seiner Blöre. Aber nicht mit uns. Wenn man im Team arbeitet, also wenn man jetzt mit Freunden spielt, wenn man die Leute kennt und mit denen dann kommuniziert, dann rate ich, je nachdem, welche Waffe das man hat, dass man sich spezialisiert, welche wo Eier einsammeln, welche wo dann andere Salmoniten davon abhalten oder verteidigen. Wäre dann der Stelle sehr ratsam. So, dieses Karussell ist das. Jetzt kommt der schon wieder. Jetzt erledigt mich dieser Stahl schon wieder. Jo. Oh. Jetzt sind wir sogar gleichzeitig erledigt. Toll. Meiuiuiui. Das kann aber auch nur Kipp passieren. Ja, dieses Karussell, da geht irgendwie. Geht da jemand. Oh ne, da ist niemand mehr. Da ist nichts mehr. Gut. Oh, jetzt kommt der Tintenregen schon wieder. Nicht Regen. Ist erledigt, ja. So, Quote ist erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch die goldenen Eier einsammeln und uns den Weg hier raus freischießen. Wo ist denn der Korb? Wo ist denn der Korb? Hallo? Ach so, ist schon vorbei. So, mit dem Trommelschwabber geht's weiter. Welle 2. Ui, was ist denn das? Ein Wirbelsturm. Und es ist auch dunkler, es wird schon Nacht. Also war es der Sonnenuntergang. Wirbelsturm. Heißt es dann, hier werden jetzt gleich die Salmoniten hergewirbelt. Nicht Sharknado, sondern Salmonado. Aber er scheint festgefroren zu sein, bewegt sich hier gar nicht. Ah, da fallen sie vom Himmel. Die fallen tatsächlich vom Himmel. Von dem Wirbelsturm. Es ist wirklich ein Sharknado. Also wie ein Sharknado. Das ist ja cool. Das ist ja lustig. Das ist cool, das ist lustig. Ja. So. Es ist ein weiter Weg, aber wir müssen die Eier. Was schon die Quote erfüllt? Das ging jetzt aber schnell. Und wir haben noch so viel Zeit. Ach, wie schön. Ah, zählen die doppelt oder was war das jetzt? Moment, jetzt passe ich mal ganz genau auf. 18. Ja, die zählen doppelt. Ach, wie cool. Das ist aber nett. Jetzt können wir ganz entspannt hier weiterarbeiten. Und hier gibt es noch mehr. Ah, vielleicht, weil der Weg vielleicht zu weit ist, oder? Na, das schaffen wir nicht mehr. Nee. Aber 26. Nee, ich schaff's nicht mehr. Aber 26. Och, das ist aber schön. War das so ein Zusatz? Bonus? Irgendwie was? Keine Ahnung, aber richtig toll. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. So, letzte Welle. Cool. Die schaffen wir. Jetzt müssen wir 10 goldene Eier einsammeln. So, da ist schon ein UFO am Start. Auf dem müssen wir, glaube ich, drauf. Auf das müssen wir, glaube ich, drauf sitzen. Wenn es landet.
damit man es erledigen kann. Ah, da hat schon ein Kollege, jawohl. Und, na, ich will nicht ins Wasser fallen. Und es geht los. Rackzack. Ach ja, der Rackzack. Danke. So. Es ist ein Boss-Salmonid unterwegs und zwar direkt über unserem Koop. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ah, die Dinger schon wieder. Ach, ich komme nicht hoch. Es geht zu schnell. Autsch! Oh Mann, aber es kommt auch niemand und hilft. Ich bin hier ja alleine. Au, nee, und wieder erledigt. Komm schon, bitte, es fehlt nur noch ein goldenes Ei. Hallo. Es wird, oh, wurde erfüllt. Uff, Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, wir versemmeln das schon wieder. Ja, niemand kümmert sich um dieses komische Salmonitenkarussell da. Ich hab's auch nicht geschafft, da hochzukommen. Naja. Hauptsache geschafft. Hauptsache geschafft. Coole Posen. Jawohl. Die Kipp-Pose diesmal. Wirklich richtig cool. Ich habe schon sehr oft cool gesagt, gell? Ja. So, jetzt bin wir Teilzeitkraft. Nicht mehr Azubi, Teilzeitkraft. Jawohl, geschafft. Super klasse. Ich bin richtig stolz auf uns, auf mich. Ja, das war das Splatoon 3 Salmon Run. Ich bin begeistert. Es macht immer wieder Spaß. Und ja, in der nächsten Folge holen wir dann die Belohnungen ab und gucken uns die Spinde der anderen Spieler mal an. Vor allem von einem gewissen Wolf. Also ein Inkling-Wolf, Wolfs-Inkling, ja, also, whatever. Jetzt geht's erstmal raus auf den Platz, so, hübsch wieder die Gasmaske an und, ja, es hat mich gefreut. Wenn euch das alles gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, gerne ein Pfote nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's dann, tschüss!